schön hast du eingeschaltet und so schön bist du heute Morgen mit dabei. In den 6 Wochen vor Ostern schauen wir jeden Sonntag ein anderes Thema an. Letzte Woche Fasten und diese Woche geht es um Aufräumen oder Ausmisten. Und damit ganz, ganz herzlich willkommen bei uns in der Churchbox. Bevor wir heute über das Ausmisten sprechen und unsere wunderbaren Gäste euch vorstellen, schauen wir voraus. In 6 Wochen, hat Susanna gesagt, ist Ostern und da gibt es immer ein Highlight, nämlich unser Ostermusical hier im ICF. Und die sind schon am Üben, am Proben. Und für einen kleinen Einblick hier ein Video. Hoppla, Achtung Mama, das ist das Amis-Bouche für Frau Spinat. Sag das nicht, Jakob. Sie heißt Madame Epinard. Sie ist die wichtigste Kritikerin. Mais oui, Mama. Ich will den 3. Michelin-Stern genauso wie du. Chère Madame Epinard. Chèvre Royale auf Melon Rouge als Amuse-Bouche. Viel Vergnügen. Scheiß Stress. Den ganzen Tag kochst du für irgendwelche Leute und selber hast du keine Zeit zum Fressen. Her damit. Eine Bedingung. Welche? Den Burger gegen deinen Anteil am Restaurant. Das war brutal gut. Absolument. Brutal gut gewesen. Hier, das war Jakob und sein Bruder Esau. Und alles Weitere über Ostern-Musical und was alles läuft, um dir einen osterlichen, österlichen Überblick zu verschaffen, da besuchst du am besten unsere Homepage. Jetzt wechseln wir das Thema. Wir gehen zum Ausmisten. Und bei uns sind 2 wunderbare Frauen zu Gast heute, Susanne Bogenmann und Irena Wilhelm. Wir starten bei dir, Irena. Du leitest bei uns ja das Seelsorge-Ministry. Da kommen 1000 Leute pro Jahr ungefähr in die Beratung. Irena, wir sprechen über Ausmisten. Womit kommen denn die Leute zu euch, zum Seelsorgeteam im ICF, um auszumisten? Ja, es gibt verschiedene Themen, aber so grob gesagt sind es Angst, Manipulation, Missbrauch. Das sind so die Hauptthemen. Und Irena, wie muss man sich dann jetzt das vorstellen? Also wie funktioniert ihr genau im Hintergrund? Ja, genau. Also wenn wir von Seelsorge sprechen, dann sprechen wir von innerer Heilung und Befreiung. Und am besten erkläre ich euch das anhand vom Baum. Sehr gut. Ja. Wir gehen mit Hilfe des Heiligen Geistes gehen wir in die unsichtbare Welt hinein. Und das sind so die Wurzeln. Da gibt es göttliche Wurzeln und halt ungöttliche Wurzeln. Und die reißen wir dann aus, die definitiv nicht zu uns gehört. Wir bringen sie ans Kreuz. Und nachher kann im Verhalten, kann sich nachher langsam etwas verändern. Da ist so der Prozess, von dem wir reden. Und daraus gibt es dann gute Früchte. Wenn du jetzt von Angst vorhin gesprochen hast, wenn jemand jetzt mit Angst kommt, wie sieht das konkret aus? Vielleicht kannst du das anhand dieses Beispiels erklären. Ja, genau. Also meistens kommen sie ja und sie wissen gar nicht unbedingt, dass es die Angst die Wurzel ist. Sie kommen so mit dem Verhalten, vielleicht Rückzug, alles kommt mir zu nahe oder alles ist mir zu nahe oder die Früchte sind... Ja, ich fühle mich nicht angenommen, niemand mag mich, so das. Und dann zeigt der Heilige Geist eben zum Beispiel diese Wurzel, diese Angst auf. Und die reißen wir dann aus, bringen sie ans Kreuz. Und die neue Wurzel, die ist natürlich diese Freiheit, diese Annahme. Und nachher braucht es dieses Introvertiertsein, dieses Muster braucht es gar nicht mehr, wenn wir frei sind von dieser Angst. Und langsam lernen wir dann, ohne Angst zu leben und da gibt es neue, schöne, gute Früchte. Wow, das klingt richtig erfrischend und ansprechend. Ja, genau. Also wenn ich jetzt in die Seelsorge will, Irena, was erwartet mich da oder wie läuft das ab? Ja, genau. Also das läuft immer übers Online-Formular. Wir machen keine Anmeldungen, ohne dass Sie sich nicht online anmelden. Und dann sind wir immer am Dienstagabend etwa 8 verschiedene Teams mit 2 Seelsorgen und einem Praktikant.
So läuft es ab. Und ihr habt auch Männer zur Seelsorge. Ja, genau. genau. Wir haben Männerteams, leider wenig Männer, die kommen. Ja. Okay. Aber es ist noch wichtig, als Mann, man will dann vielleicht zu einem Mann, oder? Ja, das ist bei uns geschlechtergetrennt und das finde ich ganz, ganz wichtig. Super cool. Ja, genau. Das ist motivierend, hä? Ja, hey, so cool. Und jetzt die andere Frau, das bist du, wunderbare Susanne Bogenmann. Wir kennen uns schon Jahre und ich muss sagen, dass du hier zum Thema aufgeräumt sitzt, ist eigentlich spannend, weil für mich, du bist so ein shining evergreen. Das bedeutet, stimmt, ja. Du machst wirklich so einen aufgeräumten Eindruck und bringst das auch zum Ausdruck. War das schon immer so? Nein, aufgewachsen bin ich mit sehr vielen Traumas durch geistlichen, sexuellen und emotionalen Missbrauch. Und daraus wurde eigentlich meine ganze Persönlichkeit als Mädchen, als Teenager wurde zerstört. Ich hatte daraus auch falsche Männerbeziehungen und habe dann sogenannt auch den falschen Mann geheiratet. Und daraus entstand dann eine Scheidung. Aber was Schönes ist, 4 Kinder sind da und das ist etwas ganz Schönes und auch 5 Enkel. Du schaust auf ein langes Leben schon zurück. Wenn du jetzt bei der Scheidung anlangst, dann hört man einige Dinge, boah, die sind heftig. Wie konntest du aufräumen? Ja, ich musste dann einfach merken, weißt du, meine Seele ist krank. Und dass diese Seele so krank war, das hat mich sehr erschüttert. Und ich bin dann gegangen und habe versucht, Hilfe zu erhalten. Ich habe in der Bibel gelesen, ich habe dort wirklich gesehen, dieser Gott, der ist mir erschienen. Ich habe ein Leben begonnen mit ihm zusammen. Ich habe ganz schnell eine Geisterfüllung erhalten. Und dann merkte ich, ich brauche Hilfe von außen. Ich habe Seelsorge entgegengenommen. Ich brauchte sehr viel Befreiung. Aber das ist vorwärts gegangen, oder? Ja. Mega schön. Ja. Ich habe den Heiligen Geist überwältigend erlebt. Ich habe dieses Lachen und Weinen im Geist erlebt. Und ist jetzt alles erledigt oder ist man in deinem Alter auch noch dran mit dem Ausmisten? Ja, eben nicht. Eben nicht, okay. Aber das ist das Schöne, wenn immer wieder ein Thema kommt, dann sage ich Jesus, okay, du darfst. Schön. Und jetzt ist einfach meine Brüdergeschichte ist dran. Ich musste sehr viel aufräumen mit meinen Kindern zusammen. Sie sind nicht schuld, dass wir eine Scheidung machten, oder? Und darüber bin ich so glücklich. Und ich bin wirklich zufrieden mit meinem Leben. Ja. Susanne, du arbeitest ja immer noch als Physiotherapeutin. Ja. Was kommt dir da von den Menschen entgegen? Kannst du das vielleicht in einem Satz sagen? Sie wollen ganz schnell gesund werden. Äußerlich, aber... Innerlich, da merken sie gar nicht, dass da etwas nicht stimmt. Auch die Jungen nicht. Die wollen schnell wieder auf das Podest und schnell rennen. Was du hier sagst, ich glaube, da trifft jeder. Also das zeigt auch auf mich, oder? Wir wollen das schnell, sofort. Und ich möchte einfach dich einladen, wenn du jetzt zuschaust heute. Du hast Irena gehört, über die Seelsorge sprechen. Susanne, das hört nie auf. Also ich lade dich ein, komm vorbei. Wir haben Seelsorge hier im ICF. Melde dich bei uns, pack deine Dinge an, damit du Freiheit erleben darfst. Ja, ihr Lieben, das war's bereits von der Churchbox heute.